Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir befinden uns immer noch auf unserer Weltreise in Spanien. Ja, und wir haben heute was Cooles vor. Wir wollen heute zu Wasserfällen. Man sieht im Hintergrund schon den Wald. Wir müssen die etwas suchen. Wir haben aber die Bilder schon auf Google Maps gesehen und die sahen wirklich fantastisch aus. Das heißt, das wird sich lohnen. Wir hoffen, wir finden das jetzt auch so einfach. Wir sind jetzt gerade hier diesen Weg. Das ist so ein Schleichweg durchgelaufen, dass wir uns so einen Moment sparen. Weil scheinbar ist das Ganze ungefähr noch 20 Minuten von uns und wir sind jetzt schon eine halbe Stunde gelaufen. Also bis jetzt ist der Weg hier echt wild und sehr lange. Das sah auf Maps alles nicht ganz so aus. Wir sind jetzt angekommen an einer von den beiden Wasserfällen, die am selben Fluss liegen. Aber wir stehen gerade quasi in dem Fluss und direkt hinter uns ist der Wasserfall. Der ist aber komplett ausgetrocknet, weil hier so eine Dürre herrscht. Aber das zeige ich euch trotzdem mal, weil es sieht trotzdem mega aus. War jetzt nicht ganz so wie erhofft, aber man muss sagen, es sah trotzdem mega cool aus. Klar, mit Wasser wäre es natürlich noch mal deutlich geiler gewesen. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, noch so weit zu laufen, dass wir da unten hinkommen, weil das Problem ist, wir wissen auch gar nicht, ob wir überhaupt da so einfach hinkommen. Oben waren nämlich so Kletterhaken dran, das heißt, da seilen sich auch Leute ab, ob die das nur machen, weil die Bock da drauf haben oder man gar nicht anders dahin kommt, weil es sah sehr schwierig aus, da runter zu kommen. Deswegen haben wir das jetzt gelassen, aber wir haben noch einen kleinen Geheimtipp. Das ist nämlich ein anderer Wasserfall. Jetzt sind wir am zweiten Wasserfall angekommen und hier fließt auf jeden Fall Wasser. Also ich würde mal sagen, das hat sich mehr als gelohnt, der Weg hierher. Man muss auch sagen, es ist nicht annähernd so steinig gewesen und nicht so steil und nicht so kleine Wege wie bei dem anderen Wasserfall. Und hier fließt wenigstens Wasser. Ja, ziemlich harter Videocut jetzt hier. Wir haben das Material gesichtet, dann habe ich angefangen zu schneiden und habe festgestellt, dass mit den Wasserfällen wären nur so knapp 4 Minuten geworden, vielleicht 4,5 Minuten. Und da habe ich gedacht gehabt, das ist für ein Video zu kurz, aber ich wollte euch die Wasserfälle nicht vorenthalten. Und da dachte ich mir, hier gibt es noch eine ganz coole Attraktion direkt neben unserem Stellplatz. Das sind vielleicht 4 Kilometer. Und zwar ist hier einmal so ein kompletter riesiger Stuhl im Nichts. Man hat hier auch wirklich eine schöne Aussicht und das zeige ich euch jetzt nochmal. Selbst wenn das Wetter jetzt nicht ganz so gut ist, aber es bietet sich trotzdem an, hier mal die Drohne steigen zu lassen und ein paar schöne Luftaufnahmen zu machen. Und da gehen wir jetzt direkt rein. Thank you.
ich denke mal, das sind noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen geworden. Man hat hier allgemein eine sehr schöne Aussicht. Leider ist es heute ein bisschen wolkig und das Wetter nicht so gut wie gestern. Aber auch die Wasserfälle waren wirklich schön gewesen. Und ich würde damit auch sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, kommentiert meine Videos, macht's gut und ciao!